Internet und YouTube zurück bei Fallout New Vegas. Ich bin im Krankenhaus. Wahnsinn. Warum schickst du mich in das Krankenhaus? Hallo. Doktor. Sie sind zurück. Brauchen Sie eine medizinische Behandlung? Ich schätze, ja. Implantat. Gut. Lassen Sie mich schnell ausprobieren, ob Ihr Körper ein weiteres Implantat verkraftet. Natürlich. In Ordnung. Sie sind gesund genug, um ein weiteres zu verkraften. Super. Dann gib mir das... Aus dir, das erscheint mir doch am Charisma erstmal. Wurst, Wahrnehmung sowieso. Ausdauer. Der Nozizeptionsregulator modifiziert Ihren Kreislauf, dass Sie weniger leicht ermüden. Er kostet wie die anderen Implantate 4000 Kronkorken. Kein Problem. Zezeptionskorken. Wie heißt das? Sagt es dreimal hintereinander. Hier sind Sie. Nehmen Sie Platz im Autodock. Das wird ein paar Stunden dauern. Okay. Kein Problem. Ich fühle mich viel besser. Wuhu! Yay! Okay. Was gibt's noch? Sie sind zurück. Ja. Und zwar... Okay. Diese subdermalen Implantate, bitte. Das wäre dann die Nemea-Subdermalpanzerung. Sie ist kostspieliger. 8000. Puh. Aber durch das Implantat werden Ihre Hautzellen mit Stahl verstärkt. Geil. Sie werden zwar nicht Crisis, Baby. Aber es wird viel schwerer, Sie zu verletzen. Gib mir das. Nehmen Sie Platz im Auto. Ist okay. 12.000 verplempert. Jetzt habe ich noch 5.000. Okay. Kein Thema. Unbesiegbar. Sehe ich das hier irgendwo? Nein, vielleicht hätte ich vorher nachsehen müssen, oder? Schadenswelle 29. Was hatte ich vorher? Wissen wir nicht, oder? Muss ich mir einen anderen Part ansehen. Oh Gott. Oh Mann, weil hier... 20, das war doch immer schon so, ne? I don't know. Hat das irgendwas gebracht? Hello. Shut up. Okay, wir sind pleite. Komm, Boon. Nun, Rumsa. Ah, ich wollte doch noch zum King. Okay, später. Nachher. Okay, wirklich. Da, Aufgaben. Okay. Mother Pearl. Verzeihung. Es geht aber nicht weg. Ich bleibe krank seit 12 Tagen. Unglaublich. Zum Kotzen. Was ist das für eine Musik? Also... Und Ausdauer. Seht euch das an. Strafe Chuck. Okay. Funktioniert prächtig. Brauche ich überhaupt noch eine andere Rüstung? Als ich ja so viel mit den Mods herumgespielt habe, habe ich gelesen, es gibt die Enklave-Rüstung. Die stärkste Rüstung. Hat 28 Schadenswelle. Aber... brauche ich das? Selbstverständlich brauche ich das. Aber... Hey du, dich brauche ich. Hallo Freund. Wie kann Mutter Pearl behilflich sein? Tja, du könntest. Es wird wohl bald eine Schlacht am Hoover-Staudamm geben. Können Sie dabei helfen? Natürlich, mein Kind. Gott sei Dank. Nach allem, was Sie für uns getan haben, helfen wir gerne in der bevorstehenden Gott. Nach all dem Training in der virtuellen Realität brennen die Jüngeren darauf, ihre Fähigkeiten zu beweisen. Wir werden da sein, wenn sie uns brauchen. Superb. Tschüss. Tschüss. Und tschüss. Und zurück zur... Genau. Oh, dass ich da immer durch das Nordtor gehen muss. Oder mache ich was falsch? Das ist ein bisschen ätzend. Verzeihung. Ein bisschen, oder? Oh. Na, da knirscht es im Getriebe. The tops. Da-da-di. Da-da-di. Da-da-da. Hello, Hausfrau. Hier kommt man kaum zum Schlafen. Ja, was war mit der Frau? Genau. Oh, Mann. Da-da-di. Hey.
Wo bist du wieder? Michelangelos. Kann ich hier rein? Natürlich, hier vorne. Was könnte das sein? Vault 21 war ja auch noch nicht. Oh Mann. Puh. 300 Parts noch. Mindestens. Wenn nicht sogar 310. Na, unterkühlte Blonde. Also gut, erzählen wir das. Auf, dass er sich freut. Wer ist das? Kimball, ah, okay. Botschafter. Schön, einen Freund der RNK hier. Ja, Schleim. Rumser. Ich hoffe, dass Sie gute Neuigkeiten bringen. Wollen Sie der RNK helfen? mir zu helfen. Ja, sie werden uns helfen. Mir. Hervorragende Arbeit. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie sehr Sie uns damit geholfen haben. Gib mir Geld. Auf jeden Fall habe ich einen weiteren Auftrag für Sie. Aber darüber können wir uns später unterhalten. Ruhen Sie sich erstmal aus. Wir unterhalten uns, sobald Sie bereit sind. Ich bin bereit. Ich bin be... Auftrag. Schön, einen Freund der RNK zu haben. Ja. Auftrag? Ich ebenfalls. Was? Wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, ist unsere Position hier in New Vegas prekär. Wir haben große Fortschritte gemacht, unbestritten. Aber die RNK ist hier nicht willkommen, nur geduldet. Und auch das nicht von jedem. Da wir haben von Gewalttätern Geschichte. Gegen die RNK-Bürger in einem Viertel im Nordosten, genannt Freeside, gehört. Das habe ich doch gelöst. Waren Sie schon einmal dort? 180 Mal. Ich würde Ihnen zustimmen, aber es ist ein Slum, den RNK-Bürger bewohnen und der deswegen unter meine Zuständigkeit fällt. Gewalt gehört dort zum Alltag, aber die Anzahl der Angriffe auf unsere Leute ist in letzter Zeit besorgniserregend gestiegen. Mich beunruhigt noch mehr, dass laut unseren Quellen die Gewalt von der Bande ausgeht, die die Gegend kontrolliert, nämlich von den Kings. Der King ist ich brauche jemanden, der sich das mal ansieht und keine Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ah. Wären Sie interessiert? Überhaupt nicht, aber ich sehe mir die Lage mal an. Gut. Unsere Männer haben zwei Möglichkeiten ausgearbeitet, die Gewalt zu beenden. Zum einen konnten unsere Quellen die meisten Angriffe auf einen King namens Pacer zurückführen. Ohne ihn würde wohl auch die Gewalt aufhören. Den Idioten habe ich schon einmal. Das Problem ist, dass wir ihn nicht einfach töten können. Im aktuellen Klima ist es wahrscheinlich, dass der Verdacht auf die RNK fallen würde. Alright. Es gibt noch eine Alternative. Aber meine Quellen sind der Meinung, dass es die beste Lösung wäre, wenn wir Pacer loswerden können. Ich mache ihn kalt. Wenn ich ihn nicht einfach umnieten kann, was wollen Sie dann von mir? Lassen Sie es wie einen Unfall aussehen suchen Sie sich einen Sündenbock. Machen Sie sich schlau über den Kerl. Da gibt es sicher etwas Nützliches. Obwohl er ein Herzproblem hat. Das könnte nützlich sein, aber ich fürchte, mir fehlt der Hintergrund, um zu wissen, wie ich diese Informationen nutzen könnte. Medizin 50. Wenn man seinen Chat etwas Psycho hinzufügt, dann würde er eine Herzattacke bekommen. Ich bin froh, dass Sie auf unserer Seite sind. Ja. Wenn das stimmt, dann wäre das tatsächlich ein geeigneter Weg, ihn loszuwerden. Kein Problem. Allerdings müssten Sie dazu unbemerkt auf seinen persönlichen Drogenvorrat zurückgreifen können, was kompliziert werden könnte. Ich stehe auf kompliziert. In diesem Fall können wir einen anderen Weg nehmen, aber zumindest habe ich mit dem mehr Erfahrung. Diplomatie. Wenn wir nicht an den Verantwortlichen herankommen, wenden wir uns einfach an den Mann über ihm. Die Kings, auch unser Freund Pacer, untersteht dem Anführer ihrer Bande, einem Mann, der sich selbst der King nennt. Ja, ich kenne ihn. Er ist ein Weißer. Ja, die Kings sind ein Haufen. Ja, bla bla bla, was müsste ich tun? Sprechen Sie mit dem King und überreden Sie ihn, diese Gewalt zu beenden. Pacer ist ein Halbstarker, aber einen direkten Befehl wird er wohl befolgen. Anfangs wird dem King die Idee vielleicht nicht gefallen, sodass Sie sich erst bei ihm einschmeicheln müssen. Tun Sie, was nötig ist. Wenn die Sache wie auch immer erledigt ist, melden Sie sich bei mir, dann sehen wir, wie es weitergeht. Mhm. Ich schätze, dann werde ich mal mit dem King sprechen. Viel Glück. Wenn Sie Schwierigkeiten haben und es lieber mit Pacer versuchen möchten, ist das auch kein Problem. Alright. Gut, ich muss hier sowieso zum King meinen Gefallen eintauschen. Also. Und jetzt muss ich wieder das richtige Tor finden. Osttor oder Nordtor? Ich weiß es nicht. Na, Rockabillys.
Ich habe meine Dinger gar nicht zugeordnet, oder? Meine Dinger. Ja. So, fühle ich mich doch gleich viel besser. Obwohl, das nimmt mir zu viel Sicht weg. Der ist optimal. Optimal. Okay, hier können wir nicht vorbei, Boom. Warte, wo ist denn... Wo ist der... Na, geh weg. Hey, helfen Sie nicht den Leuten hier in der Gegend? Gib mir was. Kugelkaktusfrucht. Oh, wunderbar. So, wo ist denn... Wo ist denn... Hier hinten nicht. Okay, ich bin schon wieder beim falschen Tor. Rex. Okay. Und zwar... Ja, genau. Steht da. Wir haben Sachen, die man nicht mehr verkaufen darf, Leute. Was für ein Werbespruch. Oh, Baby. So, King. Zwei gefallen. Oh, wer, du nimmst mir jetzt Rex weg. Oh, shit. Bist du hier, oder? Ah, Gott sei Dank. Ich hätte niemals wieder den Weg. Hey. Mensch, Rexy, du siehst ja viel besser aus. So gut wie neu. Hat mein Rexy ein neues Gehirn? Ja, hat er auf jeden Fall. Sie halten Ihr Wort, daran gibt es keinen Zweifel. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Wenn Sie möchten, kann Rex noch etwas länger bei Ihnen bleiben. Das würde ihm sicher gefallen. Yeah. Wollten Sie noch etwas anderes? Ja, und zwar, Sie müssen die Gewalt gegen Herrn K-Bürger in Freeside beenden. Das ist ja erste Sahne. Aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich sowas abziehen könnte. Oh Mann, ich bitte Sie doch nur, es zu versuchen. Die Kings werden Ihnen folgen. Mann, ich bitte Sie doch nur, es zu versuchen. Ich werde mein Bestes geben. Das haben Sie sich verdient. Aber dann sind wir quitt. Oh nein, ist das mein Gefallen? Oh. Was ist der King mit der Einstellung der Feindseligkeit? Oh. Ja. Da. Die Lage ist viel besser geworden. Ja, ich weiß. Naja. Naja, Boon. Da gehen wir wieder zurück zu... Oh, Mann. Verzeihung. Oh, Mann. Also, wenn ich etwas falsch mache, dann bitte ich euch, mir das zu sagen, ob ich da nicht direkt reinkomme. Oh Gott, das... Ich meine, natürlich, man muss zuerst... Aber ich hab doch... Na gut, vielleicht, wenn ich einen besseren Ruf habe. Genauso wie... Oh, Feinschmecker, was mache ich denn, dass ich hier einen besseren Ruf bekomme? Später. Was ist mit dem Mädchen? Hey. Wow. Du enttäuscht mich. Du enttäuscht mich. Du auch. Folgt mir nicht, warum. Kannibalenbande hier. Oh Mann. Hier wollte ich noch rein und hier wollte ich noch rein und dies und jenes und Fortification Hill oder whatever Hill. Oh Mann. Ich hab so viel zu tun. Hallo. 100.000 Mails checken. Ich hasse dieses Lied. Und dann noch die Welt retten. Dreckslied. Ich muss nur schnell Las Vegas retten. Vorher meine Spam-Mails checken. Hey du! Ah, hallo. Ich nehme an, Sie haben einen Bericht zur Situation in Freeside. Du nimmst richtig. Ja, haben Sie... Ich habe mit King geredet und er hat versprochen, die Gewalt gegen Eren Karl einzuschränken. Schön zu hören. Er hat eine Menge Einfluss in Freeside, also können wir damit rechnen, dass die Gewalt bald deutlich zurückgeht.
Jetzt zu Ihrer Belohnung. Das war ein etwas kompliziertes Thema, aber ich konnte das hier für Sie rausschlagen. Was? Was? Wo? Wo steht's? Wo? Aufgabe. Boah. 600, na ja. Oh shit, Feilschen. Freut mich. Denken Sie bei zukünftigen Aufträgen an mich. Gern, aber der Rest der anstehenden Arbeit bezieht sich auf Themen, die ich persönlich erledigen muss. Sie haben jedoch noch eine weitere Möglichkeit. Und zwar? Ich habe eine Nachricht von Colonel Moore am Hoover Dam erhalten. Sie hat Ihre Bemühungen verfolgt und würde sich gerne mit Ihnen treffen. Sie sind offiziell kein Mitarbeiter der RNK, also zwingt sie nichts zu gehen, aber an ihrer Stelle würde ich ihr bald einen Besuch abstatten. Der Colonel ist nicht jemand, den man warten lässt. Tja, mir doch völlig Wurst. Oh Gott, Stufenaufstieg. Auch noch. So, ich brauche Wissenschaft unbedingt, richtig? Right? Right? Right, 24. Kann ich noch ein bisschen verteilen. Und Medizin wäre auch nicht übel. Medizin 50 war bis jetzt, oder? Gut, ich kann ihn noch immer. 96, dann komme ich. Was brauchte ich? Oh, shit. Warte. Brauchte ich 95 oder 90 bei Lilly? Ah, shit. Shit, oh, shit. Ein Punkt vergeben wir an. Das wäre völlig sinnlos. Komm, weiter. Oh, ich kann noch ein extra wählen. Halleluja. Ja, ja, ja. Oder die Special-Dinger. Special-Dinger. Glück. Glück. Ich habe gehört, das ist fürs Casino. Glaube ich gut. Bla bla bla, Wiederverwerter. Schützerinstinkt, ne ne ne. Ne 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 ne. Härte? Ne ne ne. Ne, oder? Ne, oder? Ne. Revolverman? Ne. Schatzsucher? Ne. Cowboy? Ach, wäre. Naja. Schnorrer. Steinmauer. Ihre Schadensschwelle ist gegen alle Nahkampfwaffen und waffenlosen Angriffe 5 Punkte erhöht. Sie können im Kampf nicht niedergeschlagen werden. Hohoho! Ho, ho. Ho, ho, ho. Oh. Halleluja. Arithmetische Abrechnung sind in der Logik zu optimieren. So sinken alle 10%. Wow. Mysteriöser. Okay, das war das. Unglücksfälle, Lebensspender. Das sind zusätzliche Trefferpunkte. Auch gut. Auch, weil ich die Ausdauer erhöht habe. Jetzt habe ich eben wenigstens. Okay, alles klar. Alles klar, Scharfschütze. Das baue ich doch, oder? Das nehme ich doch oft. Körperteile. Das ist doch Körperteile, ist doch bei Explosionen, oder? Oh, keine feindlichen Minen oder Bodenfallen mehr. Superb. Oh Mann, ich kann mich hier wieder mal nicht entscheiden. Also, entweder Scharfschütze oder oder dass sie ein Glück erhöhen. Ah. Dum, 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 dum. Shit. Was mache ich, Jotop? Was mache ich? Das nehme ich. Ich nehme Glück. Kritische Treffer werden auch erhöht. Alright. Gib mir das. 7. Fertig. Ich bin eine Glücksfee jetzt. Für die Republik. Hey, Boon. Dum, 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 die da, die da.
Okay, ich habe 1000 Aufgaben. Colonel Moore. Führungswechsel. Aber das gibt Caesar, was ist... irgendwie gehört das zusammen, oder? Cottonwood, das ist... ja. Weil hier ist doch, solange ich mich erinnern kann, genau. Und dann mit dem Ding dort hinten. Ich könnte beides verbinden. Richtig oder falsch? Richtig oder falsch? Richtig oder falsch? Richtig oder... Wenn ich das... Aber ich möchte mit Caesar reden. Caesar. Okay, ist egal. Und... Dafür muss aber, glaube ich, Boone hier bleiben, weil sonst habe ich Probleme. Richtig. Ich quartiere euch im Lucky 38 ein und gehe. Oh, wartet. Ich habe auch noch Kleidung. Ich habe mir noch das neckische Nachtgewand gekauft, was Glück plus 1 bringt. Das bedeutet, dass ich Glück auf 8 habe. Soll ich ins Casino gehen? Ich probiere das jetzt aus mit Casino. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Mach auf. Aber wenn ich schon hier bin, könnte ich doch Haus töten, oder? Babababam. Auf jeden Fall gehe ich dann gleich ins Casino. Und ihr wartet vor dem Lucky 38 auf mich. Während Daddy. Außerdem sehe ich doch verdammt gut aus, oder? Mit diesem Nachtgewand. Ich glaube, das, mit dem werde ich immer spielen. Danke fürs Zusehen. Macht's gut, Internet. Tschüss.